Also, Isaac, wir wollten eine Runde Isaac spielen. Was könnte ich denn Schönes machen? Wie kann es sein, dass ich mit Eve nichts geschafft habe? Versuchen wir es einfach. Versuchen wir es einfach. Machen wir einfach den Schwachsinn. Das ist so ein schlechtes Start-Item. Aber okay. Aber okay. Ja, ich werde halt direkt sterben. Na, dann wiederum, ich kann auch in den Cursed Room gehen. Versuchen einfach mal Greedier Mode mit Eve und dann werden wir sehen, was passiert. Ein paar Pillen. Luck up. Ich glaube, es bringt nicht wirklich was. Oh, one makes you small is okay. Luck up sollte nicht wirklich was bringen. So, ich werde mal eben mein Damage ein bisschen erhöhen. Los, that bird! Töte! Mit ein bisschen erhöhen meine ich, mein Gott, 7,2? Das ist eine ordentliche Menge. Ich werde die nachgleichen. Es sind 5 Euro. Vielen lieben Dank. Kann nur gerade nicht schauen. Oh oh. Ja, der blaue ist gefährlich. Von dem muss man sich fernhalten. Windows 11 auf PC meine Arbeit installiert. Absolute Katastrophe. Ich weiß nicht mal, was in Windows 11 überhaupt anders ist. Ich weiß nur, dass Windows 11 mit ein paar Programmen und sowas dann Probleme macht und... Ich bin mir aber auch echt nicht sicher, warum ich wirklich upgraden sollte. Ich habe das Gefühl, mit Windows 10 stimmt soweit alles. Ah, fuck. Vor allem ist generell bei einem ganzen Betriebssystem so, dass die sowieso schon seit Ewigkeiten effektiv nur das gleiche sind. Ich meine, Windows 10 ist auch nur ein etwas abgeändertes Vista an dem Punkt. Und bei den letzten paar Ausführungen waren schon so wenig Sprünge. Ich weiß halt wirklich nicht, warum man sich überhaupt noch die Mühe machen sollte. Ich weiß nicht, warum man sich die Mühe macht. Lass mich jetzt nicht mit einem fucking HP abstarten. Das ist auch nicht gut, aber okay. Was ist das? Ah, nee, den hätte ich hier einsetzen müssen. Wir machen nochmal Neustart. Sieht etwas mehr wie iOS aus und macht halt dezent mehr Probleme als 10. Also wie Windows 8. 3 random Trinkets. Wir nehmen das einfach mal mit. Oh! Hallöchen! Ich hab gehört, wir... Deep Pockets macht nichts im Greedier Mode, oder? Windows 7 war das einzig wahre Windows. Ja, und dann war Windows 8.1 ein bisschen besser. Und dann war Windows 10 ein bisschen besser. Macht nichts? Okay. Dann nehmen wir den Jesus-Saft mit. Mit dem chillen wir heute noch ein bisschen. Was haben wir sonst noch? Breaking a rock has a 0.5% chance to re-roll across space. Bringt mir nichts. Nehmen Broken Glasses. Wahrscheinlich wieder ein bisschen risky, dass ich direkt auf ein Herz runtergegangen bin, aber... Ach, shit. Aber das ist Eve. Eve ist ein bisschen gefährlich für den Greedier Mode. Kann man nichts machen. Puh. Es ist nun mal, wie es ist. Ich sag's euch, das mit dem PC, dass der jetzt ankam, das ging noch so schnell. Er war halt, ich hab ihn vor 2 Wochen oder so bestellt gehabt. Vorgestern kam dann, ja, er ist jetzt dann versandbereit, wird die Tage losgeschickt. Und 2 Tage später ist er schon da, wollte mich verarschen. Ich habe doch gar nichts vor... Ich habe nichts vorbereitet. Ich muss ja noch ein paar Sachen auf die Festplatte packen, natürlich. Ich kann nicht einfach auf einen frischen PC überwechseln. Oh, noch gewisse Programme und alles. Und ich habe nichts vorbereitet, deswegen. Oh Gott. Ich dachte, dass sich das noch ein bisschen ziehen wird, aber das ist überhaupt nicht der Fall gewesen. Bin ich ein bisschen überrumpelt worden. Wir haben auf der Arbeit noch Touchpanel-PCs, wo Windows 98 drauf ist. Puh. Windows 98 ist dann doch schon sehr primitiv, habe ich das Gefühl. Ich hatte auch mal Windows 98.
Da war ich ja 10 Jahre alt. Und damals war Windows 98. Nein! Auch schon sehr veraltet. Ja, warum nicht? Nehmen wir Damage ab. Fangen wir einfach mal so an. Ich werde jetzt nicht direkt runterschwächen. Wir können hier mal kurz reinschauen. Hallöchen! Das sieht doch ganz ordentlich aus. So, wir nehmen noch das mit. Nimm die Festplatte einfach mit als Idee in ein... Ich bin nicht sicher, was NAS ist. Hier ist schon klar, dass ich meine Festplatte einbauen werde in dem neuen PC. Also, komm schon, das ist ja wohl... keine Frage. Vor allem, ich habe vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube, es ist ein halbes Jahr her, seit ich mir eine Festplatte mit 18 Terabyte geholt habe. Aber ich habe ja trotzdem nicht alle Files auf dieser einen Festplatte. Sind über verschiedene Festplatten verteilt. Zum Beispiel das ganze Browser-Zeug sollte auf meiner SSD hier sein. Und dann, vor allem, ich will auch nicht alle Dateien mitnehmen, sonst wird das alles schrecklich. Das heißt, da muss ich auch noch ein bisschen ausmisten, was überhaupt... Der fucking Downloads-Ordner. Der Downloads-Ordner ist das Problem. Ich habe die schlechte Eigenschaft, wenn ich was runterlade. Ich packe es halt in den Downloads-Ordner und dann nutze ich es einmal und dann lösche ich das meiste Zeug nie. Und dann sammelt sich so viel Schwachsinn an. Ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung. Ich habe mir übrigens für die externe für meine Festplatte, damit ich die einbauen kann, einen wahren Geniestreich überlegt. Jetzt habe ich mir bei dem PC noch eine... Oh Gott... Ich habe mir noch eine, was waren das, ich glaube, 1 Terabyte Festplatte mit Gold, die hat 20 Euro so gekostet, damit ich auch wirklich die Anschlüsse habe, um meine richtige anschließen zu können. Wahrscheinlich unnötig, gemessen daran, dass der PC mit der ganzen Tasche voll mit Zeug kam, aber dennoch. Also ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen. Das Gefühl, mit nicht dem vollen Damage hier reinzugehen, war gefährlich. Mein Downloads-Ordner ist ein Kuriositätenkabinett. Ein Terabyte kostet zwischen 20 Euro. Ich glaube nicht, wenn du es neu kaufst, aber werden halt beim PC-Laden, also wenn die PCs herstellen, werden die halt nirgendwo einmal eingebaut bekommen und wollen die wahrscheinlich dann loswerden oder so. Aber zu teuer sind die prinzipiell nicht mehr. So, wir gehen direkt weiter. Oh, was ein Treffer. Ein schönes Ding war das. Was? Warum bist du jetzt schon hier? Was soll denn das jetzt? Wir gamen einfach. Gefährlich. Eine miese Brise wurde das. Okay, können wir den Larry los? Fuck! Was springt der denn so effizient? Der ist durch den ganzen fucking Raum gesprungen. Kann nicht sein. Kann nicht sein, dass der so einen Sprung an den Tag legt. So, ich gehe auf nochmal Damage-Bonus, sonst werde ich hier sterben. Außerdem von 0 per LP 45 Bits. Und 100 Bits vorhin auch, wie lieben Dank. Und von, oh Gott, Renoptera Bonasus, 5 Euro, wie lieben Dank. Ich habe die Nachricht noch gelesen. Meine Hand war aber scheinbar noch im Spiel. Das war nicht gut. Jetzt muss ich so einige Kämpfe bestehen, ohne zu sterben. Beziehungsweise ohne getroffen zu werden. Das ist die wahre The Lost-Erfahrung. Ich meine, Dead Bird leistet gerade hervorragende Arbeit. Sehr unkonzentriert, das macht das Alter. Apropos. Ich weiß nicht, ob es eine gewisse innere Unruhe ist, die von mir gar nicht beabsichtigt ist, weil an sich... Keine Ahnung.
Ich denke, ich kann leben mit älter werden, aber ich habe heute so unfassbar schlecht geschlafen. Zuerst konnte ich ewig nicht einschlafen. Weil ich die ganze Zeit. Oh Gott. Weil ich die ganze Zeit irgendeine Scheiße geträumt. Dann bin ich die ganze Zeit aufgewacht. Und oh, das war einfach nur sehr belastend. HDD sind in Sachen Technik schon gut davor. Es ist klar, dass die immer billiger werden, vor allem weil Dateigrößen wachsen. Ja. Beziehungsweise Datengrößen. Ja, aber 20 Euro für ein Terabyte ist an sich trotzdem relativ günstig. Ich glaube, es war wirklich nicht mehr Aufpreis. Sollte man schon mehr zahlen, wenn man es einzeln kauft. Ich hasse das hier. Vielleicht mal mit Trinken vom Einschlafen probieren. Alkoholisiert schläft man schlechter. Nein, Gott! Okay, das ist hervorragend, zwei Soul Hearts. Oh meine Güte, diese fucking Ebene. Das Ebene ist so eine Scheiße im Greedier Mode. Ja, es ist unglaublich. So, aber das war ein 1er Pickup. Jetzt schaffen wir es auf jeden Fall. Jetzt sollten wir nicht allzu viele Probleme haben. Es ist halt immer. Das Gefühl, die erste Ebene ist immer der Knackpunkt im Greedier Mode. Wenn die erste Ebene mal überstanden hat, dann üblicherweise läuft es okay. Außer man hat gerade enorm viel Pech, aber erste Ebene ist immer der schwierigste Punkt. Wenn so viele Leute machen, kann es nicht so schlecht sein. Ich weiß ja nicht. Das hast du einen Red Bull zum Einschlafen. Ein gutes Red Bull. Bin ich der größte Fan von Red Bull, aber man hätte sich auch verschiedene Sorten aussuchen können, welche man mit seinem PC geliefert haben will. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, eine andere auszusuchen, weil ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wonach das orange Red Bull schmeckt. Die einzigen Red Bull Sorten, die ich kenne, ist ich hatte im Laufe der Jahre ein paar. Weil ich wollte gerade sagen, die normale. Dann Light und Zero. Ich glaube, er sprintet viermal. Yep. Ein Original ist legal. Ja, die guten alten Zeiten von der Red Bull Cola. Habt ihr gesehen? Direkt im roten Haufen gespawnt. Ah, ich will an sich meine roten Herzen loswerden. Ja, das ist eigentlich fantastisch für Eve. So ein kleiner Bonus, wenn man bei einem vollen roten Herzen ist. Ton Foto. Wir nehmen mal noch ein HP ab mit. Das kann ich nämlich dann direkt loswerden. Ja, Schlüssel brauche ich wahrscheinlich auch noch. Den sollte ich nicht vergessen. Na warte, Bordfleisch ist fantastisch. Ja, yeah, Bordfleisch ist gut. Botfly ist gut. Sollen wir sonst noch irgendwas mitzunehmen? Oder eher nicht? Komm, das war mir jetzt mal ein Herz wert. Schlüssel kostet 5 Cent, die sind nicht gratis. Wenn ich jetzt eine Bombe hätte. Das wäre natürlich bombig. Versuchen wir unser Glück. Bombe! Yes!
Na, ja, Empress ist okay. Empress ist okay für Greedia. Also normal, normal mit wenig Zucker, normal ohne Zucker zählt nicht als verschiedene Sorten. Doch, 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 doch. Zählt als verschiedene Red Bull Sorten. Hivemind würde meine Botfly größer machen, oder? Sehe ich das richtig? Fucking Unicornhorn. Das ist stark. Yeah? Oh, schaut euch die Damage-Ups an. Die Stat-Ups generell an. Das macht doch einen ganz guten Eindruck soweit. Komm schon. Das macht sogar einen sehr guten Eindruck soweit. Das war ein bisschen knapp, aber das ist okay. Ich würde sagen, der Run ist soweit auf einem ganz guten Weg. Das ist gefährlich. Der Run macht sich soweit ganz gut, wenn ich das mal so sagen darf. Falls man das noch so sagen darf. Die gute Spritze. Ich meine, ich persönlich denke immer noch, dass Experimental Treatment gut sein kann, aber... Ja, muss man ein bisschen gewillt sein zu gamblen. Oh mein Gott, wir bekommen auch nur Hass gerade. Beziehungsweise das war, glaube ich, davor Duke of Lies, aber das ist auch ziemlich gesegnet soweit. Wen haben wir sonst noch? Oh, das ist auch okay. Mit denen werde ich fertig. Ich glaube, ich habe jetzt nicht mal Schaden genommen auf dieser Ebene. Was immer eine ganz nette Sache ist. So, Herr Teufel. Was haben Sie denn für mich auf Lager? Nee. Das sind die zwei, wahrscheinlich mit die schlechtesten zwei Herzen-Items, die man haben kann. Haben wir eine Bombe? Nee. Ich hätte gerne eine Bombe. Aber wir haben keine. Ja, ich denke, ich gehe weiter. Ja, ich habe immer noch keine Bombe, also. Nee, das ist definitiv keine. Fliegen ist auf zwei Herzen wert, aber Greed Mode absolut nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, Greed Mode doch nicht. Vor allem würde ich eine Menge Damage dann verlieren, weil ich ja ein rotes Herz beibehalte. Da ist es ja schon. Da ist direkt ein Herz weg. Keine Rasierklinge mehr für mich, wie es aussieht. Warum sind hier nirgendwo Bomben? Oh, da ist eine. Okay. Das kann jetzt ein bisschen dauern, aber ihr versteht schon. Ich hoffe, ihr versteht, warum ich tue, was ich tue. Fliegen ist total wert, auch in diesem Modus, meiner Meinung nach. Also, ich sehe nicht, in welcher Hinsicht Fliegen es wert wäre, dass ich dafür mein eines Herz aufgebe. Und damit die ganzen Setups, die damit einhergehen. Okay, ich hab's geschafft. Oh, schöner Schlüssel. Ja, nehmen wir mit. Welchen waren die Shop-Items? Links oder rechts? Beziehungsweise die Boss-Items. Ich glaube, es ist immer random. Brother Bobby. Wir nehmen das mit.
Dreamcatcher ist fantastisch. Beziehungsweise, naja, ist okay. Wenn man bekommt ein paar, bekommt noch, ich glaube, ein, zwei Soulard soll ich dafür noch, beziehungsweise ein, zwei halbe Soulard soll ich dafür noch rausbekommen. Ja, es ist eigentlich echt nicht so gut. Jetzt mangelt es aber ein bisschen an Damage. Finde ich gar nicht schön. Oh nein. Meine Lieblingsgegner. So. Diese Fledermäuse halten auch immer so viel aus. Oh oh. Ich habe lange kein... Oh nein, ich habe schon ewig kein HP-Abwehr bekommen, fällt mir gerade auf. Potenziell gefährlich. Potenziell gefährlich. Oh, wisst ihr, was die Sache ist, die mich aktuell auch stört? Ich weiß nicht ganz, woran es liegt. Aber dieses dumme Elgato-Licht, das ich habe, das macht man, das, um das anzumachen, muss ich halt, man braucht entweder, keine Ahnung, man kann es über OBS oder so anmachen oder über die Elgato-App am PC, dafür braucht man WLAN am PC, was mein PC nicht hat. Und was ich dafür habe, ist immer, ich benutze immer die App, okay? Und manchmal verbindet sich die App nicht. Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Und aktuell ist das Problem. Die App stürzt die ganze Zeit ab, wenn ich sie öffnen will. Das heißt, ich habe dieses dumme Licht und ich kann es nicht anmachen. Ich kann das Licht nicht anmachen. Es ist so nervig. Ich habe dafür jetzt noch das Ringlicht, was ich da hinten habe, irgendwie noch angemacht. Aber es erfüllt den Zweck nicht ganz. Ich hasse diese App, die findet mein Licht. Ja, das passiert öfter, aber jetzt, die App crasht die ganze Zeit. Die App hat kein Update, ich habe im Play Store geschaut, ich habe mein Handy neu gestartet. Ja, vielleicht, wahrscheinlich sollte ich es einfach neu installieren, aber komm schon, was soll das denn? Oh mein fucking Gott. Oh nein, oh nein. Das war gar kein guter Raum gerade. Oh Gott. Okay. So, pass auf, gewiss daran, dass ich Items sowieso nicht sehen kann. Ich nehme Schlüssel mit. Würde ich sagen, es gibt keinen Grund für mich, noch zum Devil Deal zu gehen. Ich meine, was soll ich im Devil Deal mitnehmen? Hallöchen! Nehmen wir noch einen Schlüssel mit. Da gönnen wir uns was. Jetzt die Logitech Keylights. Sie sind preiswerte Alternative und haben sogar einen physischen Anschalter. Nein, aber es klingt ziemlich verlockend. Es ist nicht nur ein blinder Devil Deal, es ist auch ein blinder Devil Deal, der mich umbringt, wenn er keinen HP up hat. Wir sollten mal diesen Aspekt des Ganzen nicht vergessen. Ich habe eh keine Bombe. Nee, wir gehen weiter. Kennst du Glühbirnen? Nee. Erzähl mal. Was hat's denn damit auf sich? Funktionieren die dann? Mr. Dolly! Jawolli, Mr. Dolly. Nee, ich denke, das ist eine ganz klassische Reroll-Situation. Dann wiederum, was das für ein Item ist. Wenn ich jetzt hier ein Item kaufe, was wird da stattdessen erscheinen? Alles gut, ich hoffe, dein Erfrischungsgetränk kam an, Maeve. Schau dir das an. Schön ordentlich verpackt. Noch eins im Sale? Okay. Ah, fuck, noch ein Spacebar-Item. Ah, da
das nicht gut? Wir können auf jeden Fall die Prayer Card mal eben mitnehmen. Sollte als Baseball Items sein? Ja, ist mir auch aufgefallen. Aber egal. 7 Cent für ein HP-Up ist okay. Potenziell sogar noch mehr. Oh, fuck, warte. Das oh, das sind 2 Brimstone-Augen. Oh, Gott. Ich habe das Gefühl, es ist zu lange her, seit ich ein gutes Item hier wieder bekam. Jetzt wird die ganze Sache langsam ein bisschen kritisch. Run hat gut angefangen, aber was ist jetzt los? Wo bleibt der Damage? Das Problem ist, wenn ich jetzt nochmal die Prayer Card einsetze, dann... Ich bekomme den Raum nicht mal... Ach Gott. Warte, bin ich auf dem Schalter getrampelt? Ich denke schon, es war eine sehr kurze Runde. Ich bin scheinbar zwischendurch auf dem Schalter gestiefelt. Okay, wir machen mal so weiter. Auf Babylon wird nämlich scheinbar erst dann deaktiviert, wenn man den Raum verlässt. Das heißt vielleicht... Nein, ich kriege keine Aufladung mehr für die Prayer Card raus. Ungünstig. Ungünstig, ungünstig. Ja, dann wieder mal eine kleine Batterie, aber nee. Nee. Jo. Sehr schön, sogar zur Tür gebracht etwa. Der Typ hat den PC hochgetragen. War aber nicht von DHL und nicht von UPS. Ah, das ist alles scheiße. Ah, fuck, warte, spawnt nur, wenn ich einen Raum betrete, oder? Ha. Dann hoffen wir mal, dass der Devil dir ein bisschen was gönnen wird. Warte, und hier spawnen noch mehr Gegner? Wollt ihr mich verarschen gerade? Das ist gerade mal Welle 1? Ist das euer Ernst gerade? Ja gut, es wurde nur Monstro 2 immerhin. Ich meine, er ist ein bisschen nervig, aber ist okay. Es kommt irgendwie immer nur noch der schnelle Monstro 2, kann es sein? Wann habt ihr zuletzt mal jemand anderen als den Hüpf-Hüpf-Monstro 2 gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Das sollte ganz machbar sein. Oh, fuck. Es läuft überhaupt nicht gut gerade. Warum kann ich den fucking Devil Deer ja nicht mal mitnehmen dann gleich? Ich habe gar keine HP dafür. Naja, Wahnsinn. Wäre halt echt gut, der Quarter, aber... Warte, ich habe 2 rote Herzen. Oh nein. Ach, ich hätte den Quarter mitnehmen können, oder? Ich habe doch keine Ahnung. Ich gehe einfach mal weiter auf die nächste Ebene. Meinung zu Herr der Ringe 4. Ich habe keine Ahnung. Ist mir egal. Das ist 15 Jahre her oder so, seit bei dem Herr der Ringe Franchise irgendwas halbwegs Akzeptables rauskam. Oh ja, ich bekomme halbes Soul Heart geschenkt. Oh, Spun! Jo, wir sind zurück.
Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Hiervon will ich auch nichts haben. Gib mir eine Bombe. Gib mir doch eine fucking Bombe. Mr. Me wäre halt gut, aber ich hab kein Geld dafür. Vier Stück! Das ist nicht euer Ernst jetzt, oder was? Was denn? Dann ist natürlich zwischendurch noch am Excited losgegangen. Es ist kein Herr der Ringe 4 bestätigt, es stehen nur die Filmrechte zum Verkauf. Lest doch mal mehr als eine Überschrift. Oh. Ja, aber das ist ja echt spannend. Nee, ich bin fucking tot. Ich kann nichts machen. Warum ist da keine fucking Bombe? Das kann doch nicht euer Ernst sein! Und wie lange geht überhaupt I'm Excited noch? Wir sind sowieso tot. Dankeschön. Es ist halt. Ich hatte nur normale Tränen. Irgendein Punkt ist das halt auch ein bisschen witzlos. Ich war Mortal Shell angeschaut, das ist ein kurzes Souls-like mit DLC, wird oder auch ein Rogue-like. Ich glaube, das ist im Game Pass, oder? Das habe ich mir runtergeladen, wollte es mir mal anschauen. Bisher aber noch nicht. Yo, das ist ein Hit. Das ist ein absoluter Dynamit-Bomber. Diesmal wird alles besser laufen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Diesmal habe ich den perfekten Plan, was ich machen werde. Der Plan ist nämlich, nicht nur normale Tränen von mir zu geben. Irgendwas zu bekommen, das tatsächlich was bringt. Also was seid ihr von diesem Plan? Wie gut findet ihr ihn? Wie gut findet ihr ihn? Ich finde ihn ziemlich gut. Der Plan ist, die 20 zu bekommen. Nein, die 20 Plays im Greedier Mode sind so anstrengend. Habe ich gar keine Lust drauf. Das ist einfach dann alles nur ewig und vielleicht bringt es was, vielleicht auch nicht und ach nee. Nee, da habe ich wirklich keine Lust drauf. Die 20 ist generell anstrengend. Shit, Item für Shit spiel. Ich meine, man kann nette Sachen damit machen, aber. Ich meine, es macht man einmal, aber dann reicht es halt auch. So langwierig. Ist einfach Tainted Cain das Item. So, kleiner Mann. Warst du nicht stark genug? Der kopflose Pferdmann. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Nee, diese Devil Deals hier, die machen einen schon traurig. Da opfer ich doch nicht mal eine Scheiße für sowas. Sehe ich ja gar nicht ein. Ja, Dark Ba.
Einfach kaufen wir Herz. Wir versuchen es. Wir versuchen unser Glück. Ja, das Herz respawnt. Wir versuchen unser Glück und sehen, was wir bekommen. Justice. Ist doch ein guter Anfang. Justice. Ist ein fantastischer Anfang sogar. Lovers. Seht ihr, Darkbaum revanchiert sich wenigstens ein bisschen. Verb, Puberty. Alges. Der revanchiert sich aber gewaltig. Der revanchiert sich gewaltig. Mein Gott. Ja, das hat sich gelohnt, würde ich einfach mal sagen. ja, ein paar Bomben. Da sage ich nicht nein. Da sage ich nicht nein. Ich meine, er hat keinen Run-Winner gedroppt, aber war trotzdem schwer in Ordnung. Oh, nein! Ich habe den Tinted-Rock zu spät gesehen. Oh Gott, ich hasse I'm excited. Ich brauche ein paar Schlüssel. Wie sieht's denn aus? Können wir da was machen? Der Torn-Foto ist okay, aber... ist nicht so okay. Ich will es nicht wirklich mitnehmen, ehrlich gesagt. Red Patch ist okay. Ja, und generell hat sich nicht gelohnt, die Kisten mitzunehmen. Gehen wir weiter. Aus MCS, Buddies, 5 Monate, Resub, Patroller, 991, 11 Monate, Fjols, Wit. Der Dumme ist ja White, Wit, 7 Monate, Resub, Feluxus, 36, 3 Jahre. Von Lipke, 70 Monate, Lemmy, 13. Prairie, Auster, 4 Monate, ich glaube, das war's. Vivi, lieben Dank. Jo, okay, gib mir das. Und ein Schlüssel für umsonst. Rotten Tomatoes, okay. Warum nicht? Ah, warte, das funktioniert nur einmal. Ich glaube, es war dumm. Ich glaube, das war ein Fehler, ehrlich gesagt. Ah, es funktioniert nur einmal. Es funktioniert nur einmal pro Raum. Ich dachte, es wird jede Welle losgehen. Aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Ich mache trotzdem. Nö, definitiv nur einmal. Naja, gut. Ja, das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung mitzunehmen. Gut investierte 15 Cent. Zum Glück habe ich das Tornfoto nicht geholt. Das wäre schon echt nutzlos gewesen. Im Vergleich zu diesem guten Stück. Kannst du immer den Secret Room finden? Ja, vielleicht lohnt es sich noch. Wahrscheinlich aber nicht. Ich kann das alles ausgleichen, wenn ich vielleicht irgendwo noch Steam Sale herbekomme. Wenn wir den Steam Sale bekommen, gibt es keine Probleme mehr. Oh nö. Was soll das denn jetzt? Das fand ich jetzt sehr unentspannt. Der ist komisch gesprungen. Der ist ganz komisch gesprungen, okay? Hätte Fahrradkette. Yeah. Jo, ich würde sagen, wir gehen direkt zum Bosskampf. Sieht erstmal nervig aus, aber es ist nur der alte Robert. Den werden wir fertig. Ich sollte jemanden leben lassen für den zweiten Boss, damit er den ein bisschen bombardieren kann. Oh. Achso, der Robert war von Rotten Tomato noch betroffen. Und er ist einfach gestorben.
Das ist eine sehr Bobby-lastige Runde hier gerade. Aber gut, soll mir recht sein. Angel Deal! Fuck! Au. Ja, fuck. Okay. Das war so nicht geplant. Okay, was haben wir hier? Ich meine, es ist ein schwarzes Herz. Ist okay. Erstmal Mega Satan Greedier machen. Ja, das Heartpiece bringt aber, dass man, wisst ihr was? Ich werde die Pille einsetzen. Guck, wie sieht die Eve eigentlich gerade aus? Och, Tears Down, wirklich. Oh, okay. Die Schaufel wäre halt auch nicht übel. Aber auch nicht wirklich gut. Ich glaube, wir nehmen Binky mit. Den Binky und den Brain. Ich weiß nicht, warum ich jedes Mal die grauen Schalterbord versuche, vor allem nachdem ich beim letzten Mal einfach nur viermal einen Boss bekam. Ich schau hier noch rein. Half up. Speed up. Friends till the end. Das war nicht so gut. War das C-Section zwischendurch? Card Against Humanity. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Denn das wird ein bisschen dauern, aber das wird es absolut wert sein. Seht ihr, die Card Against Humanity hätte ich wahrscheinlich nicht geholt, wenn ich nicht Mama Mega geholt hätte. Ich habe schon 2 Cent bekommen. Petrified Poop, komm schon. Lass mich doch nicht so lange warten. Sei doch jetzt nicht so. Das wird ein bisschen dauern. Jetzt hast du einen Reroll-Automat kaputt gemacht für den Run. Bleibt der für den ganzen Run kaputt oder was? Bin ich auf jeder Ebene neuer. Bisher ist die Ausbeute noch sehr mau, könnte man sagen. Komm schon. Okay, gib mir doch Petrified Poop. Wir sind doch hier für den Kotstein. Gib mir den doch. Nein, auf jeder Ebene neu. Ja, so wie ich es mir dachte. Wäre ein bisschen komisch, wenn man den gesamten Run über den gleichen hat. Ja, wahrscheinlich wird im letzten Haufen Petrified Poop drin sein. Oder einfach gar nicht. Ich meine, wir haben ein bisschen Geld rausbekommen. Was waren das? Bestimmt 8 Cent oder so. Das heißt, ist nicht komplett verschwendet. Nee. Die Schaufel. Nee. Da kommt nichts Gutes bei raus. Nee. Hat sich's gelohnt? Ja, ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, es hat sich gelohnt. Sack of Sacks. Funktioniert Sack of Sacks im Greedier Mode? Ja? Yeah? Jo, dann nehmen wir den mit. Hallöchen! Leute! Willkommen zu einem neuen Run! Jo, das nehmen wir auch mit. Nehmen wir Jesus Juice mit und dann... Das gefällt mir nicht wirklich. Wir werden aber... Springt den Knaben mal weg.
Nein! Fucking Retrovision, wirklich? Nicht mal was Gutes? Das haut mich alles nicht um. Pay-to-Play ist stark geldsparend. Nein, ich zahle mit Pay-to-Play zahle ich 5 Cent, um die Tür zu öffnen. In welcher Welt ist das geldsparend? Ups. Oh ja, Goldraum sollten wir noch mitnehmen. In welcher Welt spare ich damit Geld? Nein, da stand 5 Cent in der Beschreibung. Du kriegst 5 Cent. Wirklich? Ich hab's überflogen. Ich dachte, man zahlt 5 Cent, um die Tür zu öffnen. Naja, wie auch immer. Wir müssen daran, dass wir sowieso Steam Sale haben, mache ich mir darum jetzt nicht so viel Sorgen. Bis mehr sparen, es wäre ganz nett gewesen, aber man wird nur einmal in seinem Leben 30 und da muss man sich manchmal auch was gönnen, versteht ihr? Der alte Sack of Sex. Ja, vor allem, ich bekomme doch sowieso Schlüsse aus dem Sack of Sex raus. Fällt mir gerade auf. Nee, ich denke nicht, dass es viel Unterschied macht für den Run. Ich denke, wir bekommen alle Schlüssel, die wir benötigen, auch so aus den Säcken raus. Wann habt ihr zuletzt die Person so richtig schön gepflegt Saftsack genannt? Ich hoffe, es ist nicht so lange her wie bei mir, denn ich habe das Gefühl, es ist eine Sache, die mir im Leben doch ein bisschen fehlt. Einfach mal ein gutes, altes Saftsack raushauen. Noch nie, du Saftsack. Gleich. Du hast Geburtstag, alles Gute. Dankeschön. Das ist so viel Damage gerade. Das ist so dämlich stark. Ich weiß nicht mehr genau warum. Mein Freund, du lebst gefährlich, nachdem du von der Tomate getroffen wurdest. Wirklich? Einfach nur Super Envy? Das ist super einfach. Moin Saftsack, alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Ein Teufelsangebot. Sei cool und gib mir die Kohle. Komm schon, heute ist mein Geburtstag. Ich habe mir die Kohle verdient. Yes! Danke, lieber Krampus. Mein Damage-Up ist nicht verkehrt. Random Pickup droppen. Wenn man Damage nimmt, ist auch nicht verkehrt. Jetzt reicht's aber langsam. Nein, jetzt reicht's langsam. Wir gehen jetzt weiter. Okay. Oh, Hallöchen. Ich habe gar keine Lust drauf, aber wir bekommen zusätzlich auch noch die Säcke gedroppt. Und haben Steam Sale. Kann ja nicht Nein sagen. Damit wurde der Run um 45 Minuten verlängert. Ja, yeah, wahrscheinlich. Was soll ich machen? Alles gut übrigens, hast du jetzt die 30 erreicht? Ja. Yeah. Und Dankeschön. Sagst du, wenn wir Petrified Poop bekommen hätten in diesem Run, das wäre. Oh, ein Fünfer. Naja, war trotzdem guter Raum. War es trotzdem wert.
Ich würde sagen, wir werden diese Karte mal zum alten Ultra Greed mitnehmen. Was haltet ihr davon? Ich meine, Algis ist natürlich verlockend, aber... Also, komm schon. Dwarf Diamonds. Was mache ich jetzt am besten? Hast dir die Kohle verdient? Können wir machen jetzt Dwarf Diamonds? Wir nehmen die Strength-Karte mit. Jo, das machen wir dann. Ja, wobei ich ja noch eine Bombe kommen. Und einen Cent und den Rest machen wir dann, schauen wir uns auch bei der nächsten Ebene dann um. Und sehen, wie wir weitermachen werden. Dann wiederum. Goldene Bombe, wir können nur den Tomaten noch in die Luft sprengen. Jo, hier ist soweit. Zwei Trinkets. Ich will keine zwei Trinkets. Ne, hier ist soweit nichts, was ich wirklich haben will. Ja, wir gehen weiter. Und dann sehen wir weiter. Zu welchen Partys kannst du sagen, ich gehe? U30 ist, U30 ja nicht, aber auch noch nicht Ü30. Ja, das ist das schwerste Jahr im Leben eines jeden Party-Löwen wie mir. Oh, nö. Oh, ja! Yeah! Nein, au. Diese fucking HP-Ups, die ruinieren mich noch. Wir sollten auf Gilded Key gehen, oder? Vor allem kann ich Schlüssel sowieso für 3 Cent kaufen. Oh mein Gott, ich bekomme auch so viel Geld überall raus. Komm schon. Komm schon. Wenn du jetzt mal Fliegen mitgenommen hättest. Ich weiß. Jetzt bin ich in Ruhe. Okay. Halo Flies. Nein, gib mir das jetzt. Hier können einige rote Türen geöffnet werden. Wir machen mal. Warum wurde jetzt gar keine geöffnet? Ich dachte, es werden alle roten Türen geöffnet, die in dem Raum geöffnet werden können, wenn man Soul of Cain einsetzt. Warum ist hier jetzt gar keine aufgegangen? Es gibt scheinbar keine, aber da waren doch welche markiert. Geht bei Greed Mode nicht? Oh, fies. Fies ist das. Secret Room. Ja, nehmen wir mit. Nicht hier direkt. Naja, wir nehmen das Geld mit. Ach, wisst ihr, was mir auch gerade einfällt oder auffällt? Ich könnte schon wie blöd Items kaufen. Dass ich sie nicht sehen kann, trägt zum Nervenkitzel bei. Wir nehmen das. Wir nehmen das nicht. Das ist nämlich Spacebar-Items, Boss-Items. Das ist der gute Stoff. Hier wollen wir hin. Hobbybaum. Ares. Jetzt mal gebobbybombt werden. So, wir werden noch ein paar würzige Items zusammenbekommen. Au. Zusammenbekommen in diesem Run. Oh, sehr schön. Oh, eine Justice-Karte auch noch. Oh mein fucking Gott! Ich hasse diese Brimstone-Geister so sehr. Ich will die Items nicht mitnehmen.
nein. Oh Gott. Schauen. Nein! Ach. Das war eine sehr ungünstige Bombe gerade. Okay. Kleine Batterie ist ganz gut. Ja, dann nehmen wir noch die Puberty-Pille mit. Puberty. Justice. Justice. Und dann... Nehmen wir Soul Heart mit. Und dann hoffen wir auf das Beste. Oh. Bekomme ich damit nach jedem geschafften Raum eine Fliege? Ich brauche einen Schlüssel. Ach. Ich will keine HP-Ups mehr haben. Hör doch auf. Spiel, hör doch auf. Sie brauchen eine Batterie. Eine richtige. Ich habe auch kein Geld mehr. Shit. Ein Groschen für den alten Mann. Lass es dir gut gehen heute. So, da haben wir ein paar Münzen. Außerdem, oh Gott, von der Zombie Toast vorhin 5 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. Und von Sap Host Wink 3 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Soll jetzt die Boss noch machen für mehr Münzen? Ja. Ich stimme zu. Ah, ich brauche eine Batterie. Da ist eine. Es sind sogar 2. Schlüssel. Dann noch einen Schlüssel mitnehmen. Was ist das? Charge Active Item, wenn man eine Münze aufhebt. Klingt erstmal nett, aber brauchen wir nicht wirklich. Oh, sehr schön. Ein paar Batterien. Ich meine, bringen uns auch nicht wirklich was, aber das ist okay. Hm. Ein 5er mitnehmen kann nicht schaden. Das Sun ist an sich auch nicht verkehrt. Ich nehme noch einen Schlüssel mit. Da holen wir noch eine Batterie. Dann wiederholen wir das Ganze. Soul of Lilith. Soul of Lilith. Das ist ein bisschen belastend, muss ich gestehen. So, dann benötige ich noch eine Batterie. Und einen Schlüssel. Schlüssel brauche ich auch noch. Schlüssel! Inzwischen bereue ich sehr, dass ich nicht dieses Item mitgenommen habe, damit ich Schlüsselsachen einfach mit Münzen öffnen kann. Muss ich gestehen. Goldene Bombe haben wir schon. Noch ein paar Schlüssel. Ich kann die Schlüssel auch einfach so mitnehmen, sind nicht so teuer. So, unglücklicherweise bekamen wir aber leider keine Kiste raus gerade. Da ist eine. Goldener Schlüssel! Wichtig. Wichtig ist der. Der ist so wichtig für das hier, für dieses Vorhaben gerade. Soul of the Lost. Quarter. Und Mom's Pearls. Ace of Clubs. Nee, 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 nee. Nee, du, nee, du, nee, du. Was ist denn hier unten? Hangman Fragezeichen. Ja, lass mal stecken. Lass mal stecken den Hangman Fragezeichen. Komm, weißes Herz nehmen wir auch noch mit. Eine endlose Geschichte. Ja, das wird ein bisschen dauern.
Und 10er? Hallöchen. Das wird sich noch ein bisschen ziehen, aber das ist okay. Ich meine, wenn man den D20 mitnimmt, dann muss man auch damit rechnen. Ist das ein Lucky Penny? Nee. Ja, bin ich einfach nur blind. Außerdem von Massi, 30 Bits. Vielen, vielen lieben Dank. Und dein Ex-Freund TV, frischer Sub. Dafür vielen, vielen lieben Dank. Steffen Karl, frischer Sub. Dankeschön, auch dafür. Da ist eine Menge drin gewesen. Soul of Kane. Scheiße, werde ich diesmal nicht mehr versuchen zu verwenden. Das klappt nie. Und noch ein paar kleine Batterien. Goldenes Herz. Ja, warum nicht? Warum denn nicht? Sogar der Ex am Geburtstag subbt. Unangenehm. Hey, ich kann fliegen. Und hier haben wir Mom's Underwear. Läuft doch ganz okay soweit, würde ich sagen. 5er natürlich immer schön mitnehmen. Alges. Ist nett, aber nicht nett genug. Außerdem von Moit Schade, Stefan. 4 Monate. Resub. Vielen, vielen lieben Dank. Wo ist der Unterschied beim Lucky Penny? Der Lucky Penny schimmert grün. Sieht ein bisschen anders aus. 2 kleine Batterien sind leider zu wenig. Oh Gott, nein, 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 das ist Huge Growth. Die will ich nicht. Die will ich nicht. Judgment. Judgment. Das ist der Gute. Oh nein, ich erzeuge nur noch mehr Zeug mit dem, was ich hier mache. Ist einfach ein endloser Kreislauf. Es hört einfach nicht auf. Nochmal Judgment. Das war diesmal der. Der ist mir nicht wert. Das war ein Temperance-Fragezeichen. 5 random Pillen. Ja, war auf jeden Fall irgendwas. Das ist ein Lucky Penny. Queen of Hearts. Nee, 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 du, nee, du, nee, du. An sich sollte ich wahrscheinlich langsam mal den Boss machen, aber... Ich weiß nicht, ob der mir im Weg dann... Nee, nee, wir machen hier mal noch weiter. Noch ein paar kleine Batterien? Nee. Da habe ich zu viel erhofft. Stapler. Stark. Ich nenne auch gerne den Starkler tatsächlich. Wir können den Judgment eigentlich wegsprengen. Der spricht doch nichts dagegen. Bis aus den Kisten noch HP-Ups kommen. Und ich befürchte, das ist ein weiter Weg bis dahin. Ein sehr, sehr weiter Weg. Außerdem 25 Euro von Hapsen. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist ein Geburtstagsgeschenk, das sich gewaschen hat. Wir bekommen auf jeden Fall gerade gut Damage-Ups raus. Würde ich mal meinen. Oh, oh. Two of Spades. Ups. Warum denn nicht? Ich will ja nichts dagegen. Man, wo ist die Krone gerade hin? Da. Ich meine,
Na, ist nicht mal wert für den einen Goldraum. Perfro? Der Panzer. Wir sind also schon aus dem Goldkistenpool raus, soweit. Lass mich Perfro mal eben zur Seite legen. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Ich bin übrigens erstaunt, wie oft ich einfach Soul of Lilith finde. Soul of Lilith. Und wie einfach immer Scheiße drin ist. So, es wird immer mehr und mehr, yeah. Langsam kann ich, wirklich anfangen, nur noch auf die Kisten zu gehen. Mir den Rest zu sparen. Denn wir sind nur für die Items hier. Für einen guten Ledge Key. Ace of Spades, das wollen wir nicht. Ich meine, so einen kleinen Fünfer kann man auch mitnehmen. PJs? Willkommen im Club der drüstigen 30er. Happy Birthday, Ulter Knabe. Außerdem von Lilith Lindes 400 Bits. Willkommen im Club der drüstigen 30er. Dankeschön, Dankeschön. Tearstone ist meine Lieblingspille. Au, oh, was war das denn? Es wird langsam schwer, sich hier fortzubewegen. Oh, gratis Batterie. So, ich glaube, ich werde jetzt dann gleich mal reindüsen. Und mir einfach ein paar Items holen. Was seid ihr davon? Ne, das sind Boss-Items. Die will ich nicht. Pandoras Box. Zwei Items scheinbar. Spun. Und Size Down. Ugh, D8. Ne, hier sind die dummen Shop-Items. Oh, ich bin Lord of the Flies. Oh nein. Ugh. Oh, hallo. Kleiner als 3. Safety Pin. Ja, mehr Geld habe ich erstmal nicht. Aber das ist okay. Ich würde sagen, ich werde mal schnell die Bosse hier machen. Und dann, dann machen wir weiter. Was haben wir denn hier Schönes? Jar of Wisps. Komm, lass mich den Engel bekämpfen. Ich habe keine Angst. Muss auf jeden Fall mein Luck-Set noch ein bisschen erhöhen. Ich glaube, die roten Herzen müssen nicht mehr los. Ja, ich denke, das ist ein Opfer, das ich leider eingehen muss. Das gehört manchmal einfach mit dazu. Das waren die Cracked Crown. Ich habe keine Ahnung, ich komme nicht mal ran. Ziemlich wenig Geld, das hier gerade gedroppt wird. Starker Fünfer. Glühbirne ist natürlich an sich auch ein gutes Trinket. Warum immer nur Ace of Clubs? Wo ist Ace of Diamonds? Ein paar starke Items. Wer hat denn die 20 nochmal unterschätzt? Keine Ahnung, irgendwelche Leute, die keine Ahnung haben, glaube ich. Stark. Counterfeit Penny ist natürlich besonders stark für diesen Run. Muss man ganz... Oh, und Daggers? Dann kann ich die Items wieder sehen. Das ist auch eine nette Sache. So, ich nehme mal ein paar Münzen mit. Ach ja, die goldenen Kisten waren ja wegen dem... fuck, sag ich das Trinket rerollt, oder? Das war dumm. Egal, wir gehen einfach auf Geld ab jetzt. Das ist schon okay. Das ist schon okay. So,
sowieso mehr Geld in den grauen Kisten. Ah, das sind nicht die Items, die ich habe. Ich will die hier drüben. Dann wiederum, wenn wir schon dabei sind. Können wir nicht noch ein paar Meatboys reinschmettern? Man spricht ja nichts dagegen. Spricht ja nichts dagegen. Wir können natürlich auch noch Guppy werden. Hätte ich auch nichts dagegen. Ja, so schwer hier durchzulaufen, ohne irgendwas mitzunehmen, was man nicht mitnehmen will. Aber Counterfeit Penny hilft natürlich ungemein dabei, ein bisschen Cash zu kommen. Ganz ungemein. So, was haben wir hier noch alles? Dann nehmen wir mal alles mit. Das ganze Geld. Und wenn ich genug Geld habe, dann gehen wir wieder ein paar Items tanken. Ich hoffe, ihr seid bereit, ein paar Items tanken zu gehen. Ah, fuck. Eventuell habe ich gerade zu viel mitgenommen von dem ganzen Zeug. Dry Baby. Können natürlich auch noch Conjoint machen. Hätte ich auch nichts gegen einzuwenden. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollte ich erstmal ein paar Runden nur Kisten spawnen, aber dann kam das. So. Sind das hier eigentlich Boss-Items inzwischen? Ja, das sind Boss-Items. Die will ich eigentlich gar nicht. Oh, Raw Liver. Ich meine, da muss man mitgehen. Das will ich eigentlich alles nicht wirklich haben, aber 2, 3, 4. Aber was soll man denn machen? Kannst du nicht einfach Nein sagen dazu? Nein, warte, nicht rerollen. Bin ich dumm? Dann, oh, dann verschwinden die Batterien eventuell. Das ist überhaupt nicht gut. Halo? Ich meine, irgendwann sind die Shop-Items auch ausgeschöpft. Beziehungsweise Boss-Items, was auch immer das da sind. Toxic Shock ist leider nicht so gut für Greedier Mode. Nicht so gut, wie man hoffen würde. Oh, ich habe kein Geld. Alter, Busterbox auffüllen? Keine verkehrte Idee. Oh, ich habe kein Geld dafür, Moment. Kann ich die einfach mit Guppys Paw auffüllen? Funktioniert das? Das wäre nämlich mein Leben ungemein. Glaubt nicht. Wir können es trotzdem als zweites Item mitnehmen. Probier's. Okay. Es hat funktioniert. Oh mein Gott, dieser Run. Seraphim. Dieser Run ist stark soweit, würde ich einfach mal meinen. Und wir sind noch nicht am Ende. Wir machen noch ein paar Runden. Kann ja nicht schaden. Bisschen was in die Zukunft zu investieren. Und Zehner.
und ein Fünfer. Die nehmen wir natürlich mit Vergnügen mit. Nur eine goldene Kiste. Das ist ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Er wird wieder so gierig, bis er sich selbst mit Dr. Fetus in die Luft jagt. Nein, aber ich sehe doch die Items. Der Dr. Fetus macht mir keine Angst. Heute. Aktuell. Vielleicht ändert sich das später noch, aber das werden wir dann schon sehen. Oh. Immer schön den Fünfer mitnehmen. Brainworm ist natürlich auch fantastisch, aber brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich glaube, ich kann wieder ein paar Münzen mitnehmen. Und dann können wir gleich wieder reingehen und ein paar Items kaufen. Der gute Aimbot-Wurm. Ich frage mich, ob es eine traurigere Sache gibt, als Leute, die in Videospielen Aimbots verwenden. Ich meine... Komm schon. Das ist einfach so schwach. Ich will schon gewinnen, aber ich will meine Hand dafür nicht bewegen. Außer wenn wir davon reden, Alien Hunt, 2 Monate, Resub, Vivi, lieben Dank, echtes Armutszeugnis, yeah. Im Singleplayer, in einem schwierigen Level, okay, online geht gar nicht. Nee, also, wahrscheinlich mache ich mich damit unbeliebt, aber, ich meine, es gibt Leute, okay, die vielleicht Probleme haben, aber, wenn du ein fucking Singleplayer-Spiel spielst und dann ein Aimbot brauchst, wirklich? Weil, warum bin ich magnetisch? Hä? Das ist halt wirklich sehr schwach. Oh shit, ich habe schon wieder fast alles aufgebraucht. Ich benutze Aimbots nur, wenn ich links Crossbow-Training spiele. Warum spielst du es dann überhaupt? Ja, eventuell sind wir soweit durch. Hier scheint nicht mehr wirklich viel zu spawnen. Hey, das ist Petrified Poop. Warum spawnen hier keine Kisten mehr? Okay, das waren noch ein paar nette Dinge. Damit können wir noch was anfangen jetzt. Sag mal, ist das eine Sache im Spiel? Wurde die 20 dahingehend genervt, dass ab irgendeinem Punkt keine Kisten mehr spawnen? Kann das sein? Nein, du hast einfach zu viel mitgenommen. Hast bestimmt Pech. Okay. Okay. Ich bin überzeugt, es war nur unglücklich. Papa Fly. So ein vernünftiges Item. Ja, klar. Warum nicht? Ja, sieht immer noch ganz gut aus. Wie viel Schaden habe ich? 47? Da geht auch mehr. Er geht auch mehr. Er wurde tatsächlich mal genervt. Ja, yeah, ich meine mich auch an irgendwas zu erinnern. Ich habe keine Ahnung, was sie da geändert haben. Im Greedia Mode ist er immer noch... Ich meine, Greedia Mode kann ja nur gut sein. Das ist die ganze Natur dieses Items. Er kann gar nicht anders. Oh, warte, da war ein Fünfer. Jede Sekunde werden wir wieder ein paar Items kaufen und dann gehen wir weiter, okay? Jede Sekunde. Ich kann jederzeit aufhören. Oh, Lucky Penny. Sobald ich will, kann ich damit aufhören. Ich will nur nicht. Aber ich könnte, wenn ich wollte. Ah, shit, da war eine Kiste, die ich rerollt habe. Da
starker Fünfer. Oh. Ja, ich denke, ich werde Items holen und dann gehen wir langsam mal weiter, würde ich sagen. Was seid ihr dazu? Ich glaube, es wird nämlich langsam langweilig. So. Was macht Birthright mit Eve? Ach ja, es bringt das Ding ins immer aktiv ist. Ziemlich wild. Gib einen Luck ab. Wir passen mal auf, wir laden jetzt nochmal auf. Ach warte, ich kann ja doch noch Perfro verwenden. Okay, nee, wir sind doch noch nicht ganz fertig. Warte, Habit? Oh, Habit wäre auch stark. Moment. Die Pockets wären natürlich nicht komplett verkehrt. Nein, ich will nicht Void haben. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht. Jetzt wird die Sache doch interessant. Chaos. BFF. Luck up. Ein Geschenk ist nicht wirklich nötig, aber ist okay. Dann müssen wir halt nochmal... Da müssen wir nochmal ran. Da brauchen wir noch ein bisschen Nachschub. Das kann ich doch jetzt noch nicht einfach aufhören. Jetzt, wo wir gerade Chaos aktiv haben. Das geht auch gar nicht. Jetzt musst du weiter leider weitermachen mit Chaos. Ja, genau, das ist das Problem. Kann ich nicht einfach aufhören? Jetzt geht's erst richtig los. Seht ihr? Da ist schon ein Item, das ich nicht wirklich haben will. Aber drei Herzen gespawnt. Drei coole Herzen gespawnt. Endboss wird einfach 30 Sekunden down gehen. Yeah, sehr wahrscheinlich. Maggie's Bow. Die Kisten gönnen gerade auch gar nichts. Oh. Justice. Oh ja, ich hab ja Dings, was die Karten stärker macht. Das ist natürlich auch eine wahre Wohltat. Brauchst Mom's Key. Ja, das Problem ist nur mit Chaos, ist der ein bisschen schwierig aufzutreiben. Oh mein Gott, sind zwei volle Batterien? Aber eine Holy Card. Warum nicht? Warum denn nicht? Seven Seals? Oh ja, deswegen nicht. Weil ich die Holy Card jetzt schon verloren habe. Das goldene Herz mitzunehmen lohnt sich immer. Allein die Meatboys müssen unglaublich stark sein mit BFF. Ach ja, ich habe ja scheiß viele Meatboys geholt. Das habe ich schon komplett vergessen. Das sind ja wirklich viele. Das war auch wirklich viel.
Starker Fünfer. Wo ist Tears Up? Da ist Tears Up. Tears Up. Ja, wenn nicht, würde ich Batterien, die mir was bringen. Kleines Säckchen. Warum spawnt hier teilweise so ein Haufen? Was hat's damit eigentlich auf sich? Ich habe keine Ahnung, wo die Münze hin ist. Ich nehme mal wieder ein bisschen Geld mit. Damit wir mal wieder ein paar Sachen kaufen können. Im Idealfall. So, was will ich denn haben? Oh. Chocolate Milk. Experimental Treatment. Oh, Mutant Spider. Book of Belial. Einfach mitnehmen. Einfach mitnehmen. Einfach alles mitnehmen. Oh. Oh Gott. Huiuiui, die Tränen wurden aber schon relativ stark. Wenn ich das so sagen darf. Wenn das okay ist für euch. Die Holy Card kann sich einfach nicht helfen und muss überall spawnen. Kann einfach nicht aufhören. Das mit dem, diesem Cent hinterher zu jagen, sieht jetzt erstmal nach Zeitverschwendung aus. Aber glaubt mir, mit Counterfeit Penny ist das eine sehr kapitale Erfahrung, die wir hier haben. So, wann hast du Holy Card frei? Das ist eine gute Frage, ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt natürlich ein bisschen belastend. Fuck. Ja, gut. Gut. Soweit so gut, soweit so gut. Wir sind fertig mit der Ebene, soweit. Bei der Trollbaum habe ich keine Lust mehr. Tammy Set? Ugh. Nimm noch das mit, wenn wir es rerollen können. Ach shit, der hat gar keine Aufladungen. Nein, der hat gar keine Aufladungen. Okay, ich kann eine Batterie kaufen. Alles gut. Nimm das mit. Das mit. Machen wir noch Perfrow. Ja, ich will nichts hiervon. Das ist okay. Das ist okay. So, dann würde ich sagen, es ist an der Zeit, weiterzugehen. Nicht vergessen, du hast durch den Luckfoot nur gute Pillen. Oh ja. Yeah. Fucking Strohhalm. Scheiße, kannst du die mal für dich behalten. 66. Tractor Beam. Sind ja gerade 15 Cent rausgekommen. Wirklich. Wirklich. Blank Rune, warum nicht? Alges. Großer Gott.
Der Run wird so dämlich stark. Ich bin sehr gespannt. Warte, was ist denn das für ein Item? Was habe ich denn da für ein Item mitgenommen? Ich dachte, das wäre schnell über Bethlehem. Eaten Soul. Spawns two random items depending on the current item pool. Starts with no charges. Ja, nehmen wir mit. Schwert oder keine Bälle. Ich verstehe, warum man sowas denken würde, aber... So. Ich sehe nicht wirklich was, aber wir haben auf jeden Fall große Flammen. Und die Brimstone-Fliegen sind auf meiner Seite. Komm, gib mir die Bosse. Ich kann Eden Soul overchargen. Ich will mich verarschen. Spawns random shop item. Ja, Wahnsinn. Au. Was ist überhaupt passiert gerade? Ich glaube, es waren die Fliegen. Also die blauen Fliegen. Ich habe aber keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall relativ stark zu sein. So, haben wir sonst noch alles. Hier noch ein paar Münzen, die ich mitnehmen kann. Ich werde keine D20 Plays mehr machen, okay? Ich habe keine Lust mehr. Wir werden einfach die reduzierten Items mitnehmen. Ich meine, vielleicht finden wir noch eine Batterie irgendwo. Da ist eine. Das ist doch ganz nett. So, lass mich noch schnell den Secret Room suchen. D100 wäre auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich habe auch so schon jede Seite mitgenommen, was ich kaufen konnte, also... Hier ist der Secret Room ja auch nicht. Warte, warum überlege ich überhaupt? Wir haben sowieso keine Item-Pools mehr. Es kam trotzdem nur Mom's Knife! Das Item ist so unnormal rar. Ihr macht euch kein Bild, wie selten dieses Item ist, okay? Du großer Gott. Wisst ihr, wie viel Schaden... Oh mein Gott. Wisst ihr, wie dämlich stark das hier gerade ist? Wisst ihr, ich habe überlegt, den D100 mitzunehmen, um lustig zu sein. Aber nee, wir bleiben dabei. Ich will das sehen. Ihr wollt mich doch gerade veräppeln. Da ist der Godhead. Ich habe kein Geld mehr. Kann ich mir nicht mehr leisten. Ich sehe nichts. Wo ist der fucking Secret Room jetzt? Da ist er. Ich sehe nichts. Perf Row, Blank Rune. Diggers. Nimm Schaden aus Fanny Pack. Gott, ich sehe nichts. Naja, der droppt keine Münze. Ein halbes Herz, aber. Ist ja was? Sagen wir einfach mal, ich brauche den Godhead gar nicht. Was würdet ihr davon halten, wenn ich das sagen würde? Doch, zu spät. Zu spät!
lebt denn da? Du lebst noch. Ich bin wirklich gespannt, wie viel Schaden dieses Knife an Ultra Greed machen wird. Sehr, sehr, sehr gespannt, würde ich fast sagen. Ich meine, bisher scheint es relativ effizient zu sein, alles. Hier kann gerade... Ist da 2020 drin? Absolut lächerlich, sowas. Ich kann nichts sehen. Jo, die Rippe können wir mitnehmen. Battery Pack. Judas Shadow. Ist eigentlich belanglos. Buchwurm sind wir noch nicht. Ups. Das Buch mitzunehmen war nur nutzlos. My Reflection ist gut. Kann ich mir My Reflection noch leisten? Ne, gerade nicht. Müssen wir noch eine Minute warten. Wer ist noch da? Das sind die Gegner. Ist das... Oh. Ja, okay. Okay, verstehe. Ich habe auch keine Ahnung. Die Salami! Dann bringen wir den Run einfach zu Ende. Okay, 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 okay. Ihr habt mich überzeugt. Wir werden aber nicht viel machen. Wir nehmen ein paar Items mit und ich werde keine fancy Plays oder so machen. Wir killen einfach alles, was sich uns nähert. Der gute Arki im letzten Angel Deal. Das ist das Leben. Ich habe absolut keine Ahnung, was hier überhaupt vor sich geht. Ich steuere ein bisschen mein Ludo-Messer und schau, was passiert. Ich glaube, da war ein Boss. Sind hier noch welche? Ja, da waren auch noch welche. Ja, soweit so gut, würde ich sagen. Ja, behalte die Scheiße mal für dich. Soweit so gut. Ich sehe doch so nichts. Das ist ein schwarzes Herz. Ein schwarzes Herz brauchen wir nicht. The Mind. Eyesore kann nicht schaden. Ja, Brimstone-Bomben vielleicht. Cricket's Body. Das. Zwei Item-Pools sind... Warte, was ist denn das? Oh Gott, warum habe ich den mitgenommen? zwei Itempools wurden bereits zu Breakfast, wie es aussieht. Oh nein, warum habe ich das mitgenommen? Oh oh. Oh, das wird ein wilder Trip, meine Freunde. Schnell dich besser gut an. Ich seh nichts. Hey, das ist ein Troll Space gewesen. Oh, als ob der Pilz... Och, lass doch den Pilz verschwinden. Bitte. Ist hier was? Anti-Grav... Oh mein fucking Gott, was passiert hier? Ich drück nichts, okay? Ich drück einfach nichts. Ich glaube, ich habe noch nie so große Tränen gesehen. Und ich werde heute 30, müsst ihr wissen. Da vergießt man eigentlich große Tränen, aber...
absolut lächerlich. Ja, Spirit Shackles. Ich glaube, das ist der dümmste, stärkste Run, den wir bisher hatten. Oh nein, ich habe den Counterfeit Penny irgendwo verloren. Hier sind noch Breakfast Item Pools. Du hast 80 Range und die Kohle, deshalb werden die so groß. Ja, ja, das weiß ich. Beziehungsweise 80 Range hatte ich nicht im Blick, aber... Großer Gott. Blank Rune. Und Breakfast. Ja, die meisten Itempools sind bereits breakfasted. Ocular Rift. Ocular Rift wird das Ganze noch... Wird dem Ganzen noch das gewisse Etwas geben. Vielleicht wollen wir Ultra Greed zweimal bekämpfen. Warte, ich sehe so nichts. Kate, wir sind Gimpy. Bogatiers. Shit. Aus dem Dosenkastler zwei Resubs für Retro Flair und Yasu. Vielen lieben Dank. So, ich werde einfach nur das Zuschauen und das Spektakel genießen. Ich weiß nicht, wo der Schalter ist. Habe ich gefunden. Okay, jetzt muss ich erst drücken, damit losgefeuert wird. Das heißt, wir können wieder ein bisschen durch... bessere Bomben. Bessere Bomben sind natürlich fantastisch dafür. So. Jo, gehen wir einfach weiter. Der Run-Killer! Ich hoffe, der... was sehe ich meine Augen denn hier? Ich habe keine 5 Cent dafür. Ich werde generell das Geld dafür nicht zusammenbekommen. Unschön. Weil irgendeine Verwundbarkeit aktiviert wurde, kann ich nichts drücken. Ich glaube, Epic Fetus hat den ganzen Run noch stärker gemacht. Das war eine Menge Geld. Dafür mussten wir nur ein paar unserer Freunde opfern. Ja, ich glaube, Epic Fetus hat den Run noch stärker gemacht. Ob ihr es denn glaubt oder nicht. Und ich weiß, es ist schwer zu glauben. Du hast jetzt potenziell den stärksten Run. Oh ja. Komm schon, gib mir den Incubus. Yes! Dann alles Gute, Herr Mögerich. Shielded Tears. Was ist das? Spin Down Dice. Ich weiß nicht, was das ist, aber nimm einfach mit. Nimm einfach alles mit. Einfach alles mitnehmen. Außerdem von Schwarzer Pogo-Puschel 200 Bits. Vielen lieben Dank. Ah Gott, es wird immer diese dumme Verwundbarkeit aktiviert, wenn ich den Raum betrete. Das ist ein bisschen nervig. Das ging schnell. Diese fucking Verwundbarkeit nervt mich so sehr. Ich kann euch nicht sagen, wie sehr. So sehr nervt es mich. Fancy Bombs sind natürlich noch eine gute Kombination damit. Oh nein, ich habe gar kein Geld mehr. Oh,
Squirm! Ich meine nicht, dass es für einen Run einen Unterschied machen würde, aber an sich würde ich die Sci-Fly noch gerne mitnehmen. Muss ich gestehen. Vielleicht finden wir im Sigi noch was, das uns weiterhilft. Nee. Ja, müssen wir wohl wieder ein interessantes Item liegen lassen. Keine Sci-Fly für mich. 99 Bomben, klar, warum nicht. Ja, das sind auf jeden Fall Sachen, die... Hearthrow. Sebastian, Strength werde ich eh nicht einsetzen. Ich drücke übrigens einfach nur nach links, falls ihr euch wundert. Noch Guppy werden? Ich glaube, wir werden in diesem Run nicht Guppy, befürchte ich. Okay. Wir nehmen das Sacred Heart auf jeden Fall. Wenn wir Skets dann bekommen, ziehen wir es durch, okay? Ich habe keine Angst. Ich gehe auf One-Hit, mir ist das egal. Wir ziehen es durch. Vor allem liegen hier noch Soul Hearts, also keine Sorge. Jo, wir bekommen genug zusammen. Okay. Guppy! Und ein Soul Heart für mich. Okay. Menge Schlüssel. Sonst nichts zu Relevantes für mich. Ja, dann haben wir nicht sagen. Weiter geht's. Nein, mir fehlen noch ein paar Verwandlungen. Ich bin zum Beispiel auch nicht Bob und sowas. Verwandlungstechnisch habe ich lange nicht alles. Aber das ist okay. Bob wird man nie. Yeah. Das stimmt. Echo Chamber. Capricorn. Und Eternal Heart im Feuer. Ich werde einfach hier oben stehen bleiben und mal mein ganzes Zeug runter. Seht den Raketenhagel! Schaden, du meinst 149? Ich habe ein bisschen Schaden genommen, was mir gar nicht gefällt. Aber das ist okay, jetzt bekommen wir alles hin. Experimental Pill. Experimental Pill. Was haben wir da oben? Drowsy? Wir haben auf jeden Fall noch ein Eternal Heart hier rumliegen. Nehmen wir noch Capricorn mit? Komm, wir sind doch schon wieder quasi fertig mit dem Run. Wir sind schon fast wieder auf dem gleichen Stand wie davor. Oh mein Gott, wie einfach alle innerhalb von einer winzigen Berührung sterben. Das nehmen wir mit. Ein bisschen Bargeld. Ein bisschen Breakfast. Ein bisschen Engel killen. Was man eben so macht. Ich hab
keine Ahnung. Ich gehe mal raus. Ich sehe nichts. Ah, da sind goldene Schlüssel drin. Warte. Irgendwann hören die Tränen auf. Irgendwann verschwinden sie. Dann können wir in dem Raum noch ein bisschen was rausholen. Okay, sie verschwinden nicht. Wir machen es nicht. Oh, ich habe Duct Tape. Oh, schau ich die ganzen Begleiter an. Brauche natürlich noch Sissy Long Legs. Nehm das mit. Das. Das will ich nicht wirklich. Mach mal weg. Hey, da wäre Guppy Set noch. Und natürlich Mom's Key. Ja, für den ist es schon lange zu spät. So, dann würde ich sagen, weiter geht's. Gehen oder kommt noch jemand? Okay. Ja, wie zu erwarten, konnte die Boss-Armor nicht allzu viel machen. Jetzt machen wir ihn nochmal. Ich habe diese komische Unverwundbarkeit. Oh nö, geh doch weg. Diesmal habe ich die Raketen auf ihn gezielt. Auf geht's! Crowheart. Da ist die Kiste. Kannst du den ganzen Items zeigen unter den Stats, die du schon hast? Keine Ahnung. Ich glaube, es macht an dem Punkt auch keinen Unterschied. Ich hab so viel. Ich hab so viel. Ja, das war ein knapper Run auf jeden Fall. Ein sehr, sehr knapper Run. Und schau ich das an. Mit Eve fehlt nicht mal allzu viel. Was ein Run!